Hey Hedayat hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Freunde. Kuss geht an meinen kleinen Bruder raus, der hat mir sein Samsung Galaxy A71 zur Verfügung gestellt. Den werden wir uns heute genau angucken und am Ende die Frage klären, ob sich das Handy für den Preis lohnt oder nicht. Viel Spaß mit dem Video. Das A71 kommt in so einer nice Verpackung. Ich habe hier die Farbe schwarz, aber dazu kommen wir gleich. Als Zubehör bekommen wir einmal ein 25 Watt Ladekabel mit USB-C zu USB-C, sehr nice an der Stelle von Samsung. Auch bekommen wir sehr schreckliche Kopfhörer, die sich extrem günstig anfühlen, aber trotzdem gut von Samsung, dass man überhaupt welche dabei hat. Das Besondere an dem Handy ist das Display. Es ist ein 6,7 Zoll großes AMOLED Display. Das ist verdammt groß. Zum Vergleich, das Samsung Galaxy S20 Ultra hat ein 6,9 Zoll Display. Das Handy gibt es in drei Farben, schwarz, weiß und hellblau. Ich habe hier die schwarze Farbe. Als OS haben wir Android 10 und das hauseigene One UI 2. Unten haben wir zwei Anschlüsse, einmal ein USB-C Anschluss und noch ein Kopfhöreranschluss. Bei günstigen Smartphones sollte der Kopfhöreranschluss immer dabei sein. Denn die Personen geben halt wenig Geld für Technik aus und da kann man von denen nicht erwarten, dass sie auch noch Bluetooth-Kopfhörer sich dafür kaufen. Daher ist ein Kopfhöreranschluss immer praktisch. Hinten haben wir dann insgesamt vier Kameras. Die Hauptkamera mit 64 Megapixel, eine Weitwinkelkamera mit 12 Megapixel, eine Makrokamera mit 5 Megapixel und einen Tiefensensor auch mit 5 Megapixel. Die Kameraqualität ist beim guten Licht tagsüber sehr gut. Da gibt es nichts zu bemängeln. Hier seht ihr auch eigene Beispiele. Nachts über oder wenn es halt ein bisschen dunkler ist, dann ist die Kamera nicht mehr zu gebrauchen. Die ist echt schrecklich. Also die Bilder sind sehr verrauscht und die sieht nichts mehr gut aus. Man kann 4K-Videos mit 30 FPS aufnehmen oder 1080p. Dann kann man sogar bis zu 240 FPS aufnehmen. Und vorne haben wir dann eine 32 Megapixel Kamera. Mit dem Handy kann man schon mal mehr als einen Tag durchkommen. Denn wir haben hier einen großen 4500 mAh Akku. Die Akkulaufzeit ist echt gut. Da gibt es nichts zu bemängeln. Auch kommt das Handy mit einem riesen Speicherplatz. Insgesamt mit 128 GB Speicherplatz. Erweiterbar bis zu 1 TB mit einer MicroSD-Karte. Beim Arbeitsspeicher kann man sich zwischen 6 GB oder 8 GB RAM entscheiden. Auf dem Display haben wir einen Fingerabdruck. Der ist nicht das schlechteste, aber auch nicht das beste. Von Preis-Leistungs her ist das ein super Smartphone, denn für 380 Euro bekommt man sehr viel angeboten. Vor allem gefällt mir das Design von dem Handy. Die schwarze Farbe, die anfängt zu glänzen, wenn Sonnenlicht draufkommt, finde ich extrem schön. Leider sieht man das dann nicht mehr, wenn man eine Hülle draufpackt, aber insgesamt sieht das sehr schön aus. Das Handy liegt auch sehr gut in der Hand, aber das liegt daran, dass ich große Hände habe. Bei vielen ist das Handy zu groß. Was mich noch erstaunt ist, dass das Handy nicht so viel wiegt, obwohl es so groß ist. Es wiegt nur 179 Gramm. Das einzige, was man hier kritisieren kann, ist der Fingerabdruck. Der ist nicht so in Ordnung. Auch gibt es hier kein Wireless Charging und es ist nicht wasserdicht. Aber für 380 Euro ist das ein super Smartphone. Ich kann es euch nur empfehlen, falls ihr einen günstigen, aber auch einen stabilen Handy haben wollt, dann empfehle ich euch das A71. Das war's mit dem Video, Freunde. Falls es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da. Das war's. Tschüss.